So, ja, das geht noch gerade. So, bin gespannt, ob es jetzt mal gut klappt. Ja, schön. So, jetzt können wir gleich mit. Weil ich mache das ungerne. Weil beim Dankwart ist ja mal die große Frage, heilen wir oder setzen wir das Stoßgebet ein? Aber das Heilen, ja, das Heilen ist immer so eine Sache, weil dann können wir halt das Stoßgebet nicht einsetzen und dann sind wir schneller Geschichte. Weil wir dann ja weniger Angriffe, also weniger starke Angriffe ausführen können, beziehungsweise weniger allgemein. So. Attacke, Magie, Schockpfosten. Ich finde diese Kämpfe, die sind gerade auch super langweilig, ne? Weil ich auch gar nicht, ich erzähle nur, was wir hier jetzt machen und nicht so wirklich, was man so erzählen könnte. Zum Beispiel über die Düsterschrecks. Ist so etwas realistisch? Nein, natürlich nicht. Wobei ich frage mich ja, der Tod zum Beispiel. Ah, ne, das ist ja auch logisch eigentlich. Ne, warum hat eigentlich der Tod. Also, der Tod, der tritt ja meistens in den meisten Geschichten ja mal als Skelett auf. Aber warum hat der Tod eigentlich immer eine Sense dabei? Wieso ist eigentlich die Sense für den Tod charakteristisch? Das würde mich wirklich interessieren. Weil ich mich das schon mal gefragt. Also, weil ich mich das jetzt gerade vor allem frage. Warum die Sense? Was hat die Sense mit dem Tod zu tun? Dass er ein Skelett darstellt, okay, weil Skelette sind meistens tot. Und dann ist es logisch, dass sich die Menschen denken, ja, tot. So, irgendwie in dem Dreh. So, wir werden aber nochmal ein Heil. Oh Gott, wir haben auch echt wenig hier an Sachen, ne? Wir sollten mal Heil-Items kaufen, habe ich das Gefühl, wenn wir mal ein bisschen Geld haben. Oh, wir haben ja schon wieder richtig Geld. Schön. So, oh Gott, ist hier viel los. Ja, aber ihr seht schon, man kann hier richtig viele, viele EP sammeln. Oder XP, oder wie man es auch immer sagt. Gibt ja verschiedene Varianten, wie man sagen kann. Und die sollte man sich auf keinen Fall entgehen lassen. Eine Komplettlösung steht zwar, denn man sollte erstmal nicht auf den Wehrgang, weil das halt so happig ist, aber die Komplettlösung ist auch für total schlechte Spieler irgendwie geschrieben, habe ich manchmal das Gefühl. Es geht ganz gut. Ich glaube, ich erkälte mich langsam. Ich merke das an meiner Stimme und meine Nase verstopft, gerade während des Let's Plays. Das ist total scheiße. Deswegen kann ich auch manchmal heute nicht so gut synchronisieren, weil ich dann mal Angst habe, dass das dann ganz schlimm wird. Deswegen halte ich mich da ein bisschen zurück aktuell. So, auch beseitigt. Und dann werden wir nochmal Allheilung machen und dann das letzte Heilkraut noch verwenden und dann sind wir wieder voll. Und den letzten, also das ist nicht der letzte, aber den können wir auch noch erlegen. Und dann werden wir kurz nochmal schlafen und dann noch die letzten. Dann sind wir damit nämlich durch. Und nein, ich werde hier nicht schneiden. Das tut mir ganz doll leid. Das müsst ihr mit mir ertragen. Denn ja, ich schneide nur, wenn wir immer wieder dasselbe machen müssen. Ja, wir machen ja gerade wieder dasselbe. Aber das gehört halt irgendwie gerade dazu. Deswegen müsst ihr dabei sein. Das tut mir sehr doll leid. Nein! Also doch, es tut mir leid, aber nein! Der Dankwart, der darf nicht sterben. Da müssen wir jetzt Riechsalz anwenden und Parade. Ja. So, hoffen, hoffen, hoffen. Nein. Ah, das ist nervig. Ja, nee, nochmal Riechsalz. Ja, ist nervig, aber muss sein. Oh Gott, das wird ja. Oh Gott, oh Gott. Ich mach hier aber, ich bring mich in Teufelsküche. So, Libra, mach kaputt. Nein, 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 nein. Das wird auch nichts mit. Ja, komm, jetzt rett's drauf. Libra! Ich habe nicht gespeichert. Dankeschön. Jetzt ist aber Libra, jetzt hat sie wieder ausgeglichen halt, weil sie doch das einmal alleine gestorben war. Na gut, dann gehen wir jetzt schlafen. Das war etwas unglücklich jetzt verlaufen. Aber kann man nicht ändern, passiert manchmal. Ach, hier war doch das Intro, ne? Am Anfang. Da standen doch Rank und Lazelantin hier so rum. Waren da auch schon unten, war da unten schon der Nordtor-Dämon? Ich glaube nicht, ne? Und dann gingen ja die Credits, die gingen ja so nach links. Ja, daran kann ich mich erinnern. Stimmt ja. Nee, wir gehen nach unten. Wir klettern nach unten. Und dann werden wir nochmal kurz schlafen gehen. Ich glaube, man kann immer noch ins Inn gehen. Bin mir auch nicht ganz sicher. Bloß ist natürlich total dämlich. Man geht nicht ins Inn, wenn man halt hier kostenlos schlafen kann. Und ich glaube, der Tankwart, der wird jetzt mit bei uns schlafen. Wenn das Spiel so realistisch ist, wie ich es denke. Ja. Wir schlafen alle in einem Bett. Grandy, Libra und Dankwart ist ja jetzt inzwischen eine Familie und da macht man das ja so, ne? Unter Freunden ja sowieso. Und bei einer Familie. Der Dankwart, der sagte mal, meine lieben Kinder. Wirkt ja auch so ein bisschen pädophil, deswegen passt das ganz gut. So.
Ja, und dann werden wir noch ein paar Heil-Items kaufen, bevor wir dann die letzten Düster-Schrecks erlegen. Handelswaren, bitte. Oh, wir können hier nur. Ich will nicht das überteuerte Zeug. Das ist mir zu teuer. Vor allem will ich nicht 200. Wieso gibt es hier keine normalen Heilkräuter zu kaufen? Gibt es sie gar nicht zu kaufen? Nirgends? Naja, dann lassen wir das halt. Ja, vielleicht ein andermal. Richtig, gut erkannt. So, Meine liebe Frau Madame. Was? Ach so, ich dachte gerade, weil sie irgendwas mit Walnüssen gelabert hat. Ja, leider sind nur noch die Walnüsse da. Ich weiß nicht, wer hier bitte eingekauft hat. Aber irgendwer hat uns hier alles leer gekauft. Ja, nehmen wir mal 12. Kommt bald wieder. Gerne doch. So, und jetzt machen wir nochmal die Libra. Stärker, 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 stärker. So, was hat sie jetzt? Ausrüstung 201, Weisheit. Wie steht's denn mit dem Grandy? Dummer Sack. Ja. Der Mann, das starke Geschlecht, die Frau, das schlaue. So wird's hier im Spiel transportiert. So. Oh, hier haben wir aber ganz gut aufgeräumt, ne? Da unten ist noch einer. Ich glaube, noch so zwei oder drei, dann sind wir hier auch fertig. Und dann neigt sich das langsam dem Ende zu. Also nicht das Let's Play, sondern die Woche. Ja. Das sagt sich schön an einem Montagmittag. Die Woche endet bald. Die neigt sich dem Ende zu. Ist irgendwie komisch, wenn man das sagt, wenn man so im Voraus aufnimmt und dann schon im Voraus irgendetwas ankündigt, was dann aber sein wird. Vorausgesetzt, ich lade regelmäßig hoch. Denn sonst haben wir womöglich wieder einen Montag, wo ich das hier hochlade. So, bitte nicht sterben, das wäre super schön. Und die Sonne blendet hier gerade. Das macht sie sowieso ständig. Entweder schneit das ein bisschen oder die Sonne blendet mich. So, Libra, bleib bitte am Leben. Oder mach das so, das ist auch in Ordnung. Dann brauchen wir nämlich nur die Libra heilen. Das können wir dann mit der Genesung gut machen. Und dann sind wir damit auch wieder durch. Weil die Allheilung, die heilt ja nicht so viel. Wenn nur die Libra verletzt ist, dann geht das auch so. Hä? Oh, war hier nicht noch einer irgendwo? Was? Wie, das waren alle. Schade. Kommt man hier runter? Da drüben kann ich nach unten klettern. Warum wollen wir hier nach unten klettern? Warum wollen wir das? Ja, machen wir einfach mal. Ist hier irgendwas? Vielleicht bei den Tieren? Oh. Ja, wofür ist denn das? Warum will man denn hier nach unten klettern? Das ist doch totaler Mumpitz. Okay. Ja, oh, hä? Die haben sich aber seltsam verteilt. Den haben wir doch schon lange besiegt, der da rumstand. Oder ist der ganz rumgegangen, als wir nach links gegangen sind? Wahrscheinlich. Anders kann ich mir das gerade nicht erklären. Aber dem Dankwart hätten wir die Malnüsse auch geben können, ne? Der hat ja. Sein Stoßgebet ist ja auch. Baut ja auch auf diese Magie auf. Aber gut, die Libra, die brauchen wir, glaube ich, noch eher. Weil wir werden ja nicht immer gegen dunkle Wesen kämpfen, sondern durchaus auch mal. Oh, jetzt meine Nase schon wieder so. Ach, das ist ganz schlimm, so zu Let's Playen. Warum muss das heute sein? Das geht doch nicht. Oh, ist das unangenehm. Oh, weil ich jetzt auch gar nicht richtig schnauben kann oder sowas. Ja, schön. Ja, ich hoffe, das ist in einer Woche wieder besser. Oder morgen am besten schon. So, So, ja. Speichern wir. Und ja, wir können auch ein bisschen. Und dann werden wir mal. Werden wir. Werden wir. Habe ich irgendwas. Mit dem Asker konnte man auch noch was machen. Irgendwas nicht gemacht, was man hätte machen können, glaube ich. Ah, ja. Oder? Nee, ich weiß gerade nicht. So, ein Grab. Recht neu, wie es scheint. Die Erde ist frisch aufgeschüttet. Das ist alles, was euch auffällt? Schaut doch mal auf den Grabstein. Heiliger Strohsack, das Grab ist ja schon 7 Jahre alt. Mir liegt es fern, in geweihter Erde zu buddeln, aber aufbuddeln, das ist kein Grab. Okay. Da unten riecht's modrig. Trotzdem nach unten klettern. Ja, sehr gerne, Grandy. Und was uns hier erwarten wird, das werden wir nicht mehr so sonderlich ergründen.
Wir tappen jetzt schon eine halbe Stunde durch die Finsternis. Ich hoffe, wir kommen irgendwann mal an. Ich frage mich, wo das hinführt. Ist euch aufgefallen, dass der Gang seit geraumer Zeit stetig ansteigt? Mysteriös. So, aber, ja, Dunkelheit hin oder her. Oh Gott! 30 Lebenspunkte verloren. Eine Falle! Bei allen Dämonen, sie ist immer noch scharf! Hier weiterzugehen ist Selbstmord. Lass uns umkehren, Grandy. Ah ah. Hier konnte man irgendwie durch. Aber ich glaube, das ging anders. Das ging anders. Ja, ja, danke schön. Hier konnte man irgendwo doch vorbei. Ja, genau. Hey, die Wand sieht an dieser Stelle irgendwie ein geheimer Durchgang. Ja, wir werden hier eine größere Sidequest jetzt entdecken, denke ich mal. Und da bin ich jetzt schon ziemlich gespannt drauf, aber das werden wir auch erst in der nächsten Woche dann machen. Oh, ein neues Gebiet tut sich auf, nämlich... Ja, wie heißt es denn? Zeig doch mal an. Oh, wird nicht mal angezeigt. Das hier muss die Hochebene nördlich von Düsterburg sein. Früher soll es einen Pfad gegeben haben, der hier hinauf... Quatsch. Das hier muss die Hochebene nördlich von Düsterburg sein. Früher soll es einen Pfad gegeben haben, der hier hinauf führte. Aber seit den Tagen meines Ahnen Dokulberg Dengelbrack ist kein Zugang mehr bekannt. So, jetzt werden wir mal gucken. Denn das schöne Örtchen, wo wir gerade sind, das heißt... Bärenhelms los. Und wer erinnert sich noch an einen Bärenhelm? Ja, ja, ja. Wir werden es noch herausfinden. Zwei Heilkräuter gefunden und ich habe mich noch beschwert, dass wir keine mehr hätten. Schön. So, ah, was ist denn da hinten noch? Was ist denn da? Was ist denn da? Ich will da gerne hin. Hö, hö. Ah, jetzt sind wir da bei diesem... Ja, ich zeig's jetzt drauf. Ich zeig jetzt drauf, aber bei diesem Werkzeug-Dingsbums, was wir auch schon in Osmarken öfter mal gefunden haben. Aber nein, es sind die Überreste eines Menschen. Sie sind schon halb verwest. Begraben im Gebet. Hallo, bin ich christlich oder was? Durchsuchen. Leichenschänderei. Super. Brecheisen gefunden. Langbogen gefunden. Heilkraut gefunden. Ja. Überreste vergraben. Ja, wenn es denn sein muss. Ja, ja. Mhm, das war alles, was... Ja, klar. Ja, logisch. Grandy hatte einfach mal einen Grabstein mit im Gepäck. Den haben wir da jetzt einfach aufgestellt, ne? Ja, ja. Ach, komm, geht doch kacken. Ihr seid doch unglaubwürdig, allesamt. So, und was ist denn jetzt hier los? Das ist schön. Wir werden hier alles noch erkunden, aber nicht mehr heute, denke ich mal. Ach, hier, dieses Heilkraut werden wir noch einsammeln. Oh, da oben sind Wölfe. Mit denen ist wahrscheinlich auch nicht zu spaßen. Das wird noch alles sehr interessant, sehr spannend. Und wir werden hier noch Menschen begegnen. Und ach, das wird alles super. So, wer bist du denn? Wer seid denn ihr? Ihr gehört nicht zu Xanyas Rudel und seid mir auch sonst nicht bekannt. Offenbart euch dem Wächter. Wir sind nur ein paar Wanderer, Herr Wächter. Wir haben keine bösen Absichten. Dann sagt mir, was euer Begehr ist. Wir hacken dich in kleine Kiesel? Ich glaube nicht. Wir möchten durchgelassen werden? Ich glaube, das will er nicht. Wir wollen wissen, was du bist? Ja. Ich bin der Wächter der Ewigkeit. Auf ewig dazu bestimmt, an diesem Ort über die Gebeine meines Herrn zu wachen. Aha, und wer ist, war dein Herr? Dokulberg Dengelbrack von Falkenburg, ein großer Herzog und Alchemist, er hat mich erschaffen. Seine Gebeine ruhen in dem Tal westlich von hier. Ich sorge dafür, dass sie nicht gestört werden. Danke für die Auskunft, Wächter. Dürften wir vielleicht noch eine weitere Bitte formulieren? Wenn ihr wollt, ich habe eine Ewigkeit Zeit. Ach, der ist auch noch humorvoll. Ja, wir würden dich darum bitten, dich in kleine Kiesel zacken zu dürfen. Nein, Spaß. Wir möchten gerne unserer Wege ziehen gehen. Achso, das ist einfach so. Okay, da werden wir in der nächsten Woche noch mit dem kleinen Golem ist es doch, oder? Ja, wir werden mit dem kleinen Golem noch sprechen und ihn dann doch schließlich wahrscheinlich in Kiesel zerhacken dürfen. Wie auch immer.
ich denke, das soll es heute auch gewesen sein. Ich denke, das war eine Stunde. Wahrscheinlich habe ich mich wieder verschätzt, denn in letzter Zeit habe ich es nicht so mit richtig auf die Uhr gucken und dann abschätzen. Da verzähle ich mich gerne mal um 5 Minuten. Aber sonst sehen wir uns dann gleich nochmal kurz wieder. Und ansonsten, nee, ansonsten sehen wir uns wieder. Und wenn nicht, dann nicht. Und dann sage ich euch jetzt auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Woche, bis zur 5. oder 6. Kalenderwoche. Ich habe es nicht so ganz auf dem Schirm, welche Kalenderwoche wir haben. Aber es ist auch schnutpiep egal. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Das war Lenti LP. Und er wird es auch mal bleiben. Und wir sehen uns dann wieder. Tschüss.